Und, oh, der Countdown geht los, Spiel beginnt! Wow! So, erste Runde. Hier haben wir schon Simsa auf dem Boost. Klassische Aufteilung, einer auf lang, kam bei der Ulti. Und da sind schon die ersten Schüsse zu sehen. Lee mit dem ersten Frag. Knight hat den ersten Frag auf diesem Server gemacht. Schön gemacht von den CTs. 3 gegen 1 und für Ulti kein Problem, den letzten Frag zu machen. 1-0 für Blindorf Esports. Richtig gut gemacht. Somit Hellaspeak jetzt mit den Pistols in der zweiten Runde. Wir haben hier 3 dieses Eagle. Bombe bewegt sich auf jeden Fall schon mal Richtung A über den Spielplatz. Und der A-Spot wird ein bisschen offener gelassen. Man hat nur Lee, der ein bisschen Informationen holen kann, wenn die Rotation kommen soll. Mit dem ersten Frag zieht sie auch jetzt weiter zurück, um die Position zu verändern. Oh, schön gemacht. Die erste Waffe hat man. 4 gegen 3 und Zone M4 kann einiges verändern. Und so wie es aussieht, soll es wohl Richtung A gehen. Blindorf auf jeden Fall noch 2-2 verteilt. Auch die richtige Entscheidung, dies zu tun. Aber die M4, die ist weg. Und jetzt soll es auf den A-Spot gehen. Flashbang ist raus. Attix mit dem ersten Frag. Bank ist jetzt auch bekannt. Lee. Weiterhin Lee. Wechselt auf die USP. Verliert das Duell. Attix mit der Desert Eagle. Wertet jetzt auf die FAMAS auf. Und wer entscheidet? Attix. Wunderschön gemacht. Wichtig gemacht von ihm. Schön auf den A-Spot gekommen. Sah erstmal richtig gut aus für Blindorf Esports. Aber Attix mit der Desert Eagle. Einfach on point. Und kann sich das 1-1 sichern. Schön gemacht von Team Hellaspeak. Und da wird das Spielchen einfach mal umgedreht. Und die CT ist jetzt mit 4 Desert Eagle, 3 nur noch. 2. 2 gegen 3. Ulti hat noch einen langen Weg vor sich. Der Spot ist jetzt frei. Schön gemacht von HP. Im 1-on-1 jetzt. Ja, das könnte er gehört haben. Und HP mit der Schüsse hat sich damit auch verraten. Versucht ein bisschen Zeit zu erkämpfen mit der Molly. Aber Ulti reagiert schnell, geht ins Wasser rein und macht den Shot. Wunderschön gemacht. Ich denke mal, HP hat nicht damit gerechnet, dass Ulti da noch durchgelaufen ist oder durchgekommen ist, um ins Wasser zu kommen. Und somit der Vorteil an für Ulti, diesen Frag zu setzen. Ich habe die Headshots von Attix nicht gelesen, aber war mega, auf jeden Fall. Das ist ein Hin und Her hier. Oh, Devcell durch das Feuer hindurch. Schnelles Spiel von Hellaspeak und Ulti, schön. Molly hinterher. Lee als Supporter da. Räumt alles weg.
Auch Ulti erfolgreich. Sample kann noch eine machen. Holt er sich noch ein? Nein. Schön gemacht. Merkert so bei Hellas Gaming. Wie nennt sich denn der Herr ganz am Ende? Ist sein Ingame-Name Hellas Gaming oder? Ich weiß nicht, wie ich ihn callen soll. Aber wir schauen mal, wenn das jemand weiß. Oh, Glücksknife. Das geht jetzt hier aber richtig ab. So früh. Boost war da, aber die Flash war sehr gut gemacht von Team Hellaspeak. Dein Ingame Neck ist Hellaspeak. Okay. Dann werde ich ihn noch so nennen. Wird ein bisschen verwirrend sein. Und schöner Boost, schöner Boost. Ulti. Noch mit 20 AP. Noch Schaden durch die Wand bekommen. Schön gemacht. Etix. Oh. Devzell ist aber da. Devzell mit 2. 3 gegen 3. Ausgeglichen. Eine Minute noch auf der Uhr. Alles ist drin. Oh, Knight mit dem ersten. Knight mit dem zweiten. Nur noch die AWP. Sample zieht sich aber zurück. Will er die AWP retten oder versucht er es? Kleinen Dorf E-Sports macht richtig. Halten erstmal den Spot. Die bewegt sich jetzt auch auf den A-Spot. Und Sample. Man sieht den Lauf. Schön gemacht von Ulti. B-Spot wirklich schön gehalten. Und somit 4-2-1 für Blind of Esports. Und Team Hellaspeak jetzt. In der Eco haben sich ein paar Pistolen geleistet. Insgesamt 3 Flashbangs und eine Smoke sind dabei. Soll jetzt schnell über den Connector gehen. Schön. Von Hellas Gaming. Oh, Denno. Er holt die AWP und das wird jetzt richtig gefährlich für Blind of Esports. 2 Leute weniger. Und die AWP. Ist da. Bombe wird platziert. Von hinten kommt Simba. Simsa mit dem ersten, mit dem zweiten. Schön gemacht von ihm. Das war wichtig, jetzt von hinten zu kommen. Da hat auch keiner abgedeckt. Das war easy für den Simsa. Da waren alle auf den Spot konzentriert. Und die AWP wieder zurückgebracht. Ulti freut sich. Sagt Dankeschön. Küsschen. 5-2-1. Und Team Hellaspeak jetzt mit den Waffen. Schöner Frag von Ulti. Ja, da kommt schon der Krankenwagen. Die Frage ist nur für wen. Ulti jetzt bereit für den nächsten Schuss. Wir warten auf den Knall. Aber Ulti zieht sich zurück. Weise Entscheidung. Position verändern. Sich eine bessere suchen. Knight hält derweile den B-Spot. Und das ist natürlich ein bisschen Pech, dass man genau in dem Moment Waffe wechselt, warum auch immer. Doch Schoko ist auf dem Spot.
Alles easy. Oh, Ulti. Schön gemacht von ihm. Schön von Ulti. Einer noch da. Fcell holt sich Ulti. Wichtiger Frag. Aber rechnet er mit Simsa? Nein. Simsa wieder von hinten. Der Schlawiner. Und Ulti gibt Simsa wieder ein Küsschen für die AWP, die er mitgebracht hat. 6 zu 1. Geld ist noch da bei Team Hellerspeak. Waffen sind dabei. Utility sieht ein bisschen arm aus, aber ist machbar. Im Moment noch keine klare Orientierung, wo es hingehen soll. Man wartet erstmal noch ab. Die Lind of Esports reagiert. Lang wurde jetzt eingenommen. Und im Hellerspeak jetzt nur noch zu viert. Vermutlich ein Disconnect. Ich muss aber auch sagen, das Internet heutzutage ist echt scheiße. Dauernd irgendwelche Verbindungsabbrüche. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass gleich der Pausencall kommt. Wer kommentiert hier heute? Hallo? Ich bin's, Dr. Ray. Ehrlich. Schau mal, Nightbot kennt mich sogar. Und Lee, schöner Spray. Kann zwei Leute holen. Wird dann gerefragt von DevCell. Simsa mit der AWP bereit. Nummer 1. Sample natürlich jetzt ein bisschen eingeschüchtert durch die AWP. Die Rotation kommt auch schon von B. Von beiden Seiten. Simsa muss sich jetzt ein bisschen entscheiden, was er jetzt macht. Und nein, mit dem letzten Frag. So, Team Hellerspeak ist wieder vollzählig. Schade drum. Und Simsa hat sich dann in der Runde davor einfach gedacht, nee Ulti, du verlierst mir die AWP zu oft. Ich behalte sie jetzt selbst. Und war die richtige Entscheidung. So, ein paar Waffen wurden gekauft. Werden sogar auf 1,8 runter gekauft. Und hier fliegen die Granaten. Weit, schön. Von zwei Seiten. Hellas Gaming, zumindest mit einem Frag, zieht sich auch wieder zurück. Position verändern, geht nochmal rein. Und Hellas Gaming kann sich hier AK nehmen, muss sich jetzt aber mit drei Gegnern schlagen. Schön gemacht von Choco. Hat wohl ein bisschen den Lauf gesehen, die Steps 1 plus 1 zusammengerechnet und einfach mal drauf gehalten. Alles richtig gemacht. 8 zu 1. Und Blind of Esports jetzt mit der Doppel-AWP. Bei Team Hinterspeak ist Sample wieder an der AWP. Und so langsam muss eine Antwort kommen. Ah, ein bisschen schade. Konnte da gemacht werden gegen Etix. Flash rein und es geht auf den Spot. Flammen sind da, wurden gebremst. Reit ist da mit dem zweiten auch noch. Simsa mit AWP, zwei Frags, wunderbar. Und von hinten Lee. Lee kann die Information weitergeben. Und er macht den Frag noch. Simsa wäre auch da gewesen, hätte den Frag auch noch setzen können. Schön gemacht von Blind of Esports. Immer dieses schnelle Rotieren und von hinten kommen. Das machen die richtig gut. Das ist jetzt natürlich Team Hellerspeak extrem unter Druck, weil die genau wissen, wenn wir jetzt nicht vorwärts gehen, kommt jemand von hinten. Könnte man sich natürlich auch darauf anpassen.
bisschen Tumult machen. Und dann wieder das Tempo runternehmen, um die Rotation abzufangen. Hier spielt man die Bretteisentaktik. Schön von Knight. Knight mit dem nächsten. Lee hat auch einen geholt. Devzell jetzt mit dem Refrag holt sich Knight. Holt ihn auf lang. Wird schön gecovert. Lee an der Bombe. Kann sich den vierten Spieler holen und Attix jetzt letzter Spieler ist auf B. Frage ist, wie ist sein Plan? Und Geld sieht, wenn es so schön auf Deutsch sagt, scheiße aus. Für Team Hellerspeak. Oh, macht sogar noch ein Frag gegen Simsa. Schön gemacht. Ist natürlich jetzt bekannt. Und hier sieht man schon wieder, Schoko will schon wieder von hinten rangehen. Und Lee hat da ein gutes Gefühl. Attix, schön. Schönes Gefühl von Attix. Aber mit dem rechnet er jetzt nicht. Schoko von hinten. Und das 10-1. Noch gut Schaden gemacht. Es wurde teuer. Für Blind of Esports. AWP nicht spielbar auf dem Server. So, vom GoTV sieht es eigentlich gut aus. Schoko muss auch von hinten kommen, sonst macht er keine Kills. So einer ist es also, ja. So, Team Hellerspeak kann den ersten Frag setzen und sich sogar eine AK holen. Jetzt laber ich da, die AK wird gekauft. Muss da aber eigentlich eine M4 liegen. Ja, wurde auch aufgehoben von Attix. Ulti, einfach mal reingeschossen. Ein HP! Wuhu, Ulti! Dem ging da bestimmt auch der Stift. Und jetzt die Rotation. Schoko ist da. Hat die Bombe. Die Rotation kommt jetzt auch von Blind of Esports. Sample erfolgreich gegen Schoko. Man kann die Bombe gleich wieder aufheben. Simsa ist nah da. Macht den ersten Frag. Hält den Engel und... Jawohl, Sample. Erledigt Simsa. Und der letzte unten im Wasser. Und 10-2, die Runde ist geholt. Team Hellerspeak ist wieder da. Schön gemacht von den Jungs. Machen's vielleicht ein bisschen spannend. Wird vielleicht ein 10-5. Hier soll es auch auf jeden Fall schnell gehen. Keine Zeit verlieren. Da nimmt man auch ein bisschen Schaden in Kauf. Oh, Sample. Sample. Jawohl. Das klappt doch mit der AWP. Überzahlspiel. Da, Devzell. Schaut schon nach hinten. Wartet auf die Rotation, aber Lee über den Connector. Das hatte man nicht auf dem Schirm. Er hätte auch Benno vielleicht den Connector abdecken sollen, anstatt da hinten zu gucken. Wäre die schlaue Entscheidung gewesen. Aber wieder Team Hellerspeak mit dem Vorteil. Hellers Gaming jetzt
mit der AWP auf dem A-Spot. Soll da wohl ein bisschen die Leute binden, damit leichteres Spiel auf B ist. So, mit dem Tod war das das Go für den B-Spot. Schön gesehen von Sample. Der ging leider daneben. F-Cell mit dem Plant. Und natürlich die Rotation. Ei, einmal raus, ins Nichts. Der Boost war da, der Frag aber nicht. Und die Zeit wird knapper. Schön von DevZell mit dem ersten. Knight Refrag. Und die anderen sind low. Knight gegen Attix. Und der wird nicht durchziehen. Das war ein Fake. Aber Attix ist da. Kann den Frag setzen. Waffe mitnehmen. Schön gespielt. Nicht zu viel riskiert. Das hätte auch, denke ich mal, nicht gereicht von der Zeit, wenn man dann den Diffuse nochmal angesetzt hätte. Und ja, so kann das Geld verschwinden. Blend of Esports jetzt mit den Pistolen. Aber natürlich mit dem Vorteil an Runden. Oh, Knight, wunderschön gemacht. Holt sich Hellas Gaming. Ulti jetzt hier. Holt sich den nächsten. Die Jungs sind gefährlich, auch mit Pistolen. Die Bombe aber schon fast auf dem B-Spot. Kann sich da gerade noch retten, Attix. Ein bisschen zu früh gewechselt. Und da war schon der Pausencall von Ulti. Jetzt schön von Knight. Das Fuse wird angesetzt. Hellas Game natürlich jetzt. Hellas Speak natürlich jetzt. Gezwungen, um sich zu zeigen. Und der Fuse ging durch. 11 zu 3. Pausencall von Blind of Esports. Letzte Runde gleich von der ersten Hälfte. Bin gespannt, wer sich jetzt die letzte Runde noch holen kann. Technische Probleme da, vermutlich bei Ulti. Aber man sieht, dass sich Team Hellas Peak so ein bisschen wieder sammelt. Wir holen die Runden und ich bin gespannt, wie es dann nach dem Seitenwechsel aussieht. Es hat jetzt auch eine Zeit lang gedauert, bis wieder eine Runde drin war. Nach 9 Runden von den CTs, DTs mit den nächsten 2 Runden. So, schauen wir mal kurz auf den Chat. Genau, danke German Monkeys. Im Bracket seht ihr genau, welches Spiel dann als nächstes gecastet wird. Was für Runden meinst du genau, Ray? Ja, die 3, die sie schon geholt haben. Und die letzten 2 Siege. Also wie gesagt, nach 9 verlorenen Runden sich wieder zu fangen und 2 wieder zu holen. Das ist nicht so leicht, wie das klingt. Aber die Jungs haben es geschafft und ich denke, das werden nicht die letzten Runden sein, die Team Hellas Peak sich da holen. So, Pause zu Ende. Es geht weiter. In der letzten Runde in der ersten Hälfte. 5 AKs, hier soll es auch wieder schnell gehen. Ja, das Gaming. Refrag von Ulti. Bombe konnte aufgehoben werden.
Lindorf Esports, auch mit der Doppel-AWP. Und da, das ist das, was ich angesprochen habe. Einer wartet auf denjenigen, der von hinten kommen soll. Und dann kann er locker gepflückt werden. Schön von DevZell. Und Denno. Aber DevZell ein bisschen zu voreilig. Hat sich am Feuerchen verbrannt. Und Knight jetzt von hinten. Letzter Überlebender. Kann sich einen holen. Noch 7 HP. Das wird schwer für ihn. Versucht mit der Flash sich in den Spot rein zu flashen. Was macht man sonst mit der Flash? Direkter Treffer mit der Nate. Und das sieht nicht gut aus für Knight. Alles oder nichts, würde ich jetzt sagen. Erste verschießt. Knight. Schade. Sample macht Knight platt. Und somit 11 zu 4 zur Halbzeit. Und es geht in den Seitenwechsel. Schauen, wer sich die erste Runde holen kann. Im Moment sieht es ein bisschen eintönig aus. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Das kann sich hier auch schnell drehen. So. Gibt es eine Chance für ein Interview hochzukommen? Wo hoch? Wer ist dieser Dimmi? Ist vermutlich irgendein Spieler von Hellerspeak, vermutlich. In die Casting Couch. Eher nicht. Ist ein Einsitzer. Müsstest auf dem Schoß sitzen. Das wäre mir irgendwie unangenehm. So. Bis der Round geht los. Hier geht es für Blindorf Esports schnell durch den Connector Richtung A. Mit der Smoke hat man sich natürlich jetzt verraten, in welche Richtung es geht. Die Rotation kommt auch schon. Lee, wunderschöner Frag. DevZell kann sich aber Schoko holen. Wunderschön, DevZell! Ah, schade, leider hat er den nicht geholt. Da wurde geboostet. Ulti ist da. Kann sich einen holen. Sample kommt gerade noch weg. Muss sich jetzt gegen zwei beweisen. Bombe noch nicht gelegt. Und Simsa ist da. Holt sich den letzten Frag mit einem wunderschönen Headshot gegen Sample. Und somit auch die Pistol Round. 12 zu 4. Und die Luft wird eng für Team Hellerspeak. Eine AK wird gekauft. Die Krieg ist dabei bei MPs und bei Team Hellerspeak zwei Deagle. Und wenn die die Köpfe verteilen, dann wird es gefährlich. Ulti nimmt den etwas anderen Weg. FCL erfolgreich. DevZell nochmal erfolgreich. Beim Nachladen erwischt. Gut, dass da jetzt noch Ulti um die Ecke gesprungen kommt, um zu unterstützen. Und Attix. Schöne Schelle. Wollte dem Kompagnon noch sagen, hallo, hier bin ich. Schön, nur noch einer. Lee, der letzte Überlebende. Und der ist down. Attix macht es. Aber kein Defuse-Kit. Wo ist das Defuse-Kit? Keiner hat ein Defuse-Kit.
Sieg, aber Niederlage. Schade. Wäre das Diffuse-Gitter, hätte man die Runde noch holen können. Aber 13 zu 4. Lindorf kann sich dank der Bombe die Runde holen. Auch Lob an die, dass er noch so viel Zeit rausholen konnte. So, und die nächste Pause. Nutze ich die auch mal direkt, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Ja, waren ein paar mehr Schlücke. Aber reden macht durstig. So. Bababab. Spielt Rising nebenbei? Und falls ja, wie sieht es? Oder wie steht es? Wenn sie jetzt in dem ersten Qualifier drin waren, dann spielen die höchstwahrscheinlich jetzt auch. Das Ergebnis kann ich dir jetzt leider nicht nennen. Aber wenn du die Jungs ja kennst, kannst du ja mal nachfragen. Gut, dann werden sie auf jeden Fall auch spielen. Parallel zu diesem Spiel. So, es geht weiter. 13-4 für Blind of Esports. Und jetzt geht's mit der Brechstange auf den B-Spot. Ellas Gaming, schöner erster Frag. Simsa konnte Etix holen. Oh, wunderschön gemacht. Zwei Frags. Schönes Spray Control. Sample ist da zur Unterstützung. Einer ist aber durch. Ulti mit der Krieg. Hat man den noch mitgekriegt, wie der durchgekommen ist? Oder ist er unbekannt? So, jetzt ist er bekannt, kann den ersten Frag machen, holt sich Denno. Ah, DevSell verschießt leider mit der AWP, aber der zweite Schuss sitzt. Und somit 13-5. Wieder eine Runde geholt. Man macht es Blind of Esports nicht leicht. Und Blind of Esports jetzt mit den Pistols unterwegs. Drei Desert Eagle sind dabei. Zwei P250. Oh, Simsa. Wunderschöner erster Frag. Kann da direkt aufwerten. Desert Eagle wird weitergegeben, damit es gefährlich bleibt. Und Knight wartet auf das Köpfchen. Hang wird einmal abgesmoked. Lucky Sports will unbedingt auf diesen Spot. Macht den ersten Frag. Der zweite von Knight. Wunderschön, noch einer von Knight. Herrlich macht er das. Bombe wird es geplant am Truck. Und Etix letzter Überlebender. Er soll es mit der FAMAS zu Ende bringen. Erster Frag sitzt. AWP verschießt. Aber Schoko auf dem Truck. Ist quasi ein Schoko-Truck. Macht den Frag und 14-5. Zwei Runde noch. Und Blindorf kann sich die Map holen. Und das Match somit für sich entscheiden. Aber Hellaspeak wird alles geben, um es den zumindest schwer zu machen.
geht's wieder schön drauf. Simsa erfolgreich. Midnight Ethics. Da wurde in den Popo die Granate geworfen. Bombenplant konnte unterbrochen werden. Die Rotation auch abgebrochen von Simsa. Schön. Denner und Hellas Gaming, letzte Überlebende, um das Ganze jetzt zu klären. Oh, den hat man gesehen, den hat man gesehen. Schön gecallt. Und nur noch Hellas Gaming. Jawohl. 5 zu 5. Entscheidungsrunde. Badababa. Sehr schön. Noch eine Runde und Blend of Esports kann sich den ersten Punkt holen und somit würden die weiterziehen ins Qualifier 2 und Team Hellas Peak ins Loser Bracket, um weiterhin eine Chance zu haben, im Turnier zu bleiben. Aber jetzt der Go auf den A-Spot. Sind da schon erfolgreich. Granaten kommen raus. Danke Spectator für das Wechseln. Warum machst du sowas? Hören Sie bitte auf damit. Night. Tut mir ja leid, aber das ist der Auto-Spectator. Kann ich nichts für, aber 5 zu 16. Geht das Ganze hier aus. Für Blind of Esports und somit sind wir dann schon mal in der nächsten Runde.